sind Sie ja noch deutlich mehr. Sie sind ja jetzt auch Umweltminister. Und da müsste Ihnen das, was wir Ihnen jetzt zeigen an Bildern, so ein bisschen müsste Sie gruseln. Schauen Sie mal. Da haben wir es. Das schaut ja aus wie in den 80er Jahren, eigentlich wie bei Wackersdorf. Das sind aber Bilder von letzter Woche von den Castor-Gegnern. Es kommt alles wieder, ne? Also auch die Strickpullis. Haben Sie übrigens sowas mal gehabt, so einen Palästinenser-Schal, so vor 20 Jahren und waren gegen irgendwas? Nee, also ich habe immer nur, der einzige Schal, den ich regelmäßig getragen habe, war der Clubschal. Also ich habe mich in meiner Kindheit gewehrt gegen die Schals, die einem die Mutter so gegeben hat. Und der einzige Schal, den ich getragen habe, war in der Tat ein Clubschal, also darf FCN. Ne? Waren Sie in den 80ern, waren Sie eher so ein Popper mit so einer Tolle und so Lacoste-Hemd? Nee, ich fand dann eher so Lederjacken. So Lederjacken fand ich gut. So eine schwarze Lederjacke und Jeans und so. Eher sowas. Also ich war nicht Popper. Ich weiß nicht, was waren Sie denn in der Zeit? Ich war nichts. Ich habe gesucht nach irgendwas zu sein, aber ich habe nichts gefunden. So mit Sticker. Ja, wenn dann hier so ein bisschen langhaarig und ich war Hotel California dagegen. Gesungen und so. Parker, oder? Längere Sie Haare? Sie haben mich ertappt. Sie haben mich ertappt. Ein bisschen war es so. Aber Sie werden überrascht sein. Aber das war immer in der Schule so die Auseinandersetzung. Mit solchen Leuten habe ich mich dann, das war so die Grünbewegung, habe ich dann so mehr die konservative Linie vertreten. Da haben Sie sich gestritten. Das können wir jetzt gleich weitermachen. Denn Sie werden überrascht sein, der Herr Söder, also auch wenn er Castor-Gegner, wenn er ihn misstrauen hat, aber der größte Castor-Gegner in ganz Deutschland und der mächtigste, das ist Markus Söder. Das ist er, Bayerns oberster Castor-Gegner. Umweltminister Markus Söder, ein echter Kämpfer, vor allem, wenn es um das Atommüllendlager in Gorleben geht. Seit über 30 Jahren diskutieren wir diesen Standard. Seit über 30 Jahren ist Gorleben geeignet. 1,5 Milliarden Euro sind investiert worden. Jetzt sollten wir endlich zu Potte kommen. Deswegen ist es ein gutes Endlager für Deutschland. Bravo! Endlich spricht's mal jemand aus. Und dafür, dass Gorleben als Endlager geeignet ist, hat Markus Söder auch eindeutige Beweise aus der Wissenschaft. Letzte Woche hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe klar noch einmal nachgewiesen, dass ein absolut geeigneter Standort ist, wie so oft übrigens. Ein Beweis. Wunderbar. Und das hier ist die BGR, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover, die Eignung Gorlebens klar nachgewiesen haben soll. Wir fragen nach, ob Markus Söder recht hat und stoßen auf Verwunderung. Die Aussage von Herrn Söder, wenn sie so richtig ist, wie sie in der Presse steht, ist nach meiner Meinung eine Fehlinterpretation der Aussage der BGR. Um ein Endlager in Betrieb nehmen zu können, muss natürlich zu Ende erkundet werden. Es muss der Langzeitsicherheitsnachweis erfolgen. Das heißt also auch eine endgültige Eignung muss ausgesprochen werden, ausgesagt werden. Und das alles ist in Gorleben noch nicht geschehen. Also Atommüll jetzt in Gorleben einzulagern, wäre unmöglich. Ach so. Naja, dafür ist etwas anderes auf jeden Fall erwiesen. In Deutschland gibt es keinen anderen geeigneten Endlagerstandort als Gorleben. Und in Bayern schon gleich dreimal nicht. Schließlich haben wir keine Salzstöcke, sondern geologisch gesehen höchstens Molasse oder Tonstein. Und da hat ein Endlager eh keinen Sinn. Oder? Tongesteine werden international auch als Wirtsgesteine betrachtet für die Endlagerung radioaktiver Abfälle. Es gibt Tongesteinsvorkommen in Bayern im Bereich der Schwäbischen Alb. Die sind dort in größerer Dicke und in geeigneter Tiefe vorhanden. Das nimmt jetzt einen ganz unguten Verlauf. Also so wollte man das eigentlich nicht herausfinden. Ein Atommüllendlager in Bayern, das sollte man vielleicht nicht so laut sagen. Nachher fordert es noch irgendeiner, dass wir das wirklich machen, irgend so ein grüner Aktivist. Bayern braucht ein Endlager für den Müll der 5 Atomkraftwerke, die jetzt noch in Bayern laufen. Ob dieses Endlager in Bayern selber oder ob es in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg errichtet wird, wissen wir nicht. Natürlich weiß man das nicht hier, weil dann das Bayernland 1 Million Jahre lang mit hochtoxischem radioaktiven Müll verstrahlt wird und dann auch noch die Kastoren nach Bayern kommen und mit den Kastoren natürlich auch die Demonstranten mit ihren Strickpullis. Und zwar genau hierhin. Denn wenn in Bayern ein Endlager gebaut werden könnte, dann wäre, rein geologisch gesehen, dieser Landstrich der Schwäbischen Alb am besten geeignet. Das wissen auch die Bewohner der Ortschaften dort.
Sie organisieren bereits Informationsveranstaltungen zur Atomkraft und fänden ein Endlager vor Ihrer Haustür gar nicht gut. Das täte mich schon furchtbar erschrecken, weil meine Angst ist, dass die Endlager überhaupt nicht sicher sind. Das Lager Asse hat ja gezeigt, dass es nicht einmal eine Generation lang halten kann, also grundwasserdicht bleiben kann. Also wie soll man so etwas für Jahrmillionen planen und bauen wollen? Die aufgebrachten Leute, die kriegen wir dann auch hierher. Und diese kriminellen Situationen, die da mit verbunden sind, die möchte hier niemand, weder in Bayern noch in Württemberg. Wie gut also, dass es für Bayern einen obersten Endlagerverhinderer gibt. Denn Markus Söder hat natürlich recht. Gorleben muss sofort genehmigt werden. Sofort. Denn dort ist der Atommüll sicher. Vollkommen sicher für uns alle. Herr Söder, wie rechtfertigen Sie das moralisch, dass Bayern der größte Nutzer von Atomenergie ist, aber keinen eigenen Standort für Endlager anbietet, obwohl, wie wir gesehen haben, es im Prinzip vielleicht möglich wäre? Im Prinzip vielleicht möglich. Wir haben vor über 30 Jahren die Debatte in Deutschland geführt, wo ein Endlager ist. Damals hat sich Bayern übrigens beworben gehabt über einen Endlagerstandort. Da gab es eine heftige Debatte und das Werben darum. Dann hat man sich für Gorleben entschieden. Dann sind über 1,5 Milliarden Euro bislang investiert worden. Wir haben ja übrigens noch ein anderes Endlager, das bereits also so beschlossen ist, nämlich Konrad, das sogenannte Endlager Konrad. Und man braucht jetzt ein zweites. Und das hat man lange diskutiert, mit viel Geld entschieden. Und aber es ist entgegen immer noch nicht zu dem. Nein, im Gegenteil, das liegt am Bundesumweltminister, der das hinauszögert. Denn entgegen der Aussage jetzt hier in dem Bericht ist es so, dass dieses Bundesamt eben entschieden hat, dass es ein grundsätzlich geeignet, hervorragend geeignetes Lager wäre, das man natürlich weiter ausbauen muss. Und natürlich kann man also jetzt in Gorleben. Da habe ich jetzt mit verschiedenen anderen Leuten auch noch telefoniert. Nee, man kann es jetzt nicht. Auch der König, Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz, sagt, die brauchen noch mindestens 15 Jahre, bis Gorleben als sicher oder nicht sicher erklärt wird. Stellen Sie sich aber dann mal vor, natürlich ist so, Gorleben ist der geeignete Standort, den wir jetzt haben. Der Punkt ist doch, wenn wir jetzt sagen, wir geben Gorleben auf und fangen neu an, dann brauchen wir ja 30 Jahre oder 40 Jahre, um eins zu finden. Das heißt, selbst wenn der Atomausstieg beschlossen bliebe, also sich da nichts ändern würde, würde es bedeuten, dass wenn man nicht nach Gorleben geht, wir dann praktisch für 20, 30 Jahre eine völlig ungesicherte Endlagerung haben. Deswegen macht es ja so einen Sinn. Es geht ja gar nicht jetzt in der Frage darum, dass wir jetzt hier über die Kernenergie diskutieren, weil es geht darum, dass man für die jetzige Situation einen gesicherten Standard hat. Ja, aber das Zeug soll doch da Millionen Jahre liegen. Das sind doch dann 15 Jahre auch wurscht jetzt. Ja, wir brauchen doch jetzt eine Lösung. Im Moment wird es so ablaufen, wenn es keine Lösung gibt für Gorleben, dass sie in irgendwelchen Hallen zwischengelagert werden. Das ist doch viel unsicherer. Deswegen ist die Entscheidung für Gorleben ganz tief im Salzstock die beste Lösung unter den Gegenwerten möglich. Und deswegen kann man da nur dafür sein. Und jeder, der dagegen ist, riskiert nicht nur Steuergeldverschwendung, sondern riskiert tatsächlich, dass die Lage unsicherer wird. Aber da kommen wir noch mal zurück. Also, und die Experten haben uns halt gesagt, jeder, der jetzt sagt, wir machen Gorleben zum Endlager, macht einen Fehler. Sie wissen noch nicht, ob es geht. Nein. Also, und ich denke, bei diesem langen Zeitraum, über den Sie wollen ja Entscheidungen treffen, die menschliche Gesellschaft, also zumindest, dass wir in Städten leben, das ist 8000 Jahre. Und jetzt soll man Entscheidungen treffen über eine Million Jahre. Da muss sich doch eine gewisse Ehrfurcht beschleichen, wo man sagt, da möchte man doch jetzt wirklich keinen Fehler machen. Genau. Und weil man keinen Fehler macht, muss man auf wissenschaftlich gesicherten Grundlagen gehen. Wissenschaftlich gesichert heißt, es könnte vielleicht möglich irgendwo anders auch vielleicht gehen. Wir haben aber umgekehrte Situation als Alternative, dass Gorleben geht. Und dann muss man die Frage stellen, nachdem man 30 Jahre investiert, geforscht hat, eine sichere Basis gefunden hat, gibt man diese sichere Basis auf, um vielleicht möglich, theoretisch woanders was zu finden. Wir reden ein bisschen vorbei. Wenn ich das verstanden habe, sind es ja zwei Punkte. Also die Wissenschaftler sagen eben auch, Gorleben ist noch nicht sicher. Da können Sie frühestens in 15 Jahren Bescheid sagen, ob das sicher ist oder das ist nicht. Korrekt. Das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Gerade die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat in einem schriftlichen Statement auch letzte Woche noch mal gesagt, Gorleben ist absolut grundsätzlich geeignet. Und wir müssen halt jetzt weitermachen. Sie haben natürlich recht, wir können jetzt nicht heute reingehen und Behälter lagern, ist ganz klar, weil es muss ja ausgebaut werden. Aber die Grundlage dafür ist absolut gegeben. Herr Söder, vielen Dank. Und wenn ich etwas bitten darf, rufen Sie da unbedingt noch mal an und prüfen Sie das doch mal nach, ob da die Experten wirklich ihrer Meinung sind. Es ist eine wichtige Entscheidung. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind.